Dinosaurier Lappen. Was soll eine Folge Bayern? Alter. Jetzt werden wir mal den Spieß umdrehen. Ja. Hä? Was denn das? Warum bekomme ich so eine Nachrichten? So Leute, denn beginnt jetzt euer Ausdauerlauf und los! Komm, lass mal die Sachen von dem mitnehmen. Ja, gute Idee. Mach hin, der kommt gleich. Wir müssen nicht Sport machen, wie ich sehen. Lass uns das auf den Baum holen. Scheiße, jetzt sind die Sachen weg. Jetzt muss ich verschwitzt in den Unterricht. Scheiße. Der kommt gleich rein, film das mal. Bitte. Hi, Shrinky. Na, hast du schon Sport gemacht? Ich bin wieder voll windig. Bist du so blöd, dich umzuziehen? Hast du aufgenommen? Ja. Guck mal. Guck dir mir so alle hinterher. Guck mal! Jetzt wirst du berühmt. Hey du, guck mal, das hat mein Hund für dich gemacht. Ist das wirklich ein Kakao? Ja. Ich bin selber schuld, dass ich gemobbt werde. Es hat jetzt alles gar keinen Sinn mehr. Lukas, was ist denn los? Warum weinst du nur? Sie haben mir meine Sachen geklaut. Und ein Video von mir hochgeladen. Deshalb bist du letztens auch mit deinen Sportsachen nach Hause gekommen? Ja, weil ich keine mehr hatte. Hm, hättest du auch schon mal viel eher mit mir reden können, oder? Ja. Du brauchst da keine Angst haben. Ihr habt doch eine Vertrauenslehrerin in der Schule, oder? Ja, die Frau Müller. Was hältst du davon, wenn wir morgen zu ihr hingehen? Und dann klären wir das mit ihr. Ja, Mama. Wir klären es jetzt, ja? Ja, kann Papa mal sein. Es geht um den Sohn. Wird in der Schule gemobbt. Wollen Sie sich mal umsetzen, dann warten. Setz dich mal vorne hin, dann. So. Was ist denn genau passiert? Also, der Lukas ist gestern bei mir nach Hause gekommen und hat mir halt erzählt, dass er in der Schule geärgert wird. Und heute früh sind dann noch zwei Klassenkameraden von Lukas gekommen und haben mir halt erzählt, was dort so vorfällt. Okay, dann werden wir uns da gleich mal drum kümmern. Ich komme gleich mit dir mit in die Klasse und dann werde ich mal mit deinen Mitschülern darüber sprechen, was sie da eigentlich Schlimmes angetan, dass sie dir da Schlimmes angetan haben. Und dann werde ich die mal aufklären, dass es eine Straftat ist und werde ihnen mal bewusst machen, was sie da für Mist gebaut haben. Und dann werden wir das alles klären und aus der Welt schaffen. In der Hoffnung, dass dann wieder alles gut ist. Und du versprichst auch, dass du dich dann ein bisschen zusammenreißt in der Schule, ja? Ja. Okay. Ist das für Sie auch? Ja, total. Okay, gut.